Was geht ab, Leute? Willkommen zum heutigen Video. Heute sprechen wir über meine Knieverletzung, die vor ungefähr 4 Wochen passiert ist. Viel Spaß und los geht's. Bevor wir hier einsteigen, nicht vergessen, unten einmal in der Beschreibung abchecken. Es gibt wieder ein neues fettes Peak-Angebot. Außerdem, wenn ihr euch für die Sommerdiät bzw. meine Olympia-Diät anmelden wollt, den Link findet ihr auch unten. Das ist der WhatsApp-Link. Könnt ihr mir direkt auf mein WhatsApp schreiben. Und dann geht's los in 150€, 12 Wochen komplette Diät. 3 Ernährungspläne, Trainingsplan, Supplementplan, alles tut ihr dabei. Kommt nichts extra dazu. Ich hoffe, ihr seid dabei. Das wird eine coole Nummer. Jetzt aber geht's um mein Knie. Ich habe vor 4,5 Wochen ungefähr das allererste Mal Beine trainiert hier in Marbella. Und wie ihr wisst, habe ich zuvor Oberkörper, Unterkörper trainiert. Das sah praktisch so aus: montags Beine, dienstags Oberkörper, mittwochs Beine, donnerstag Oberkörper, freitags Beine, samstag Oberkörper. Dabei habe ich 2 Übungen gemacht. Das waren einmal Beinstrecker und eine Compound-Übung, wie zum Beispiel Squats oder Beinpresse oder Bell Squat. Und da gab es maximal 4 Sätze. 4 Sätze Strecker, 4 Sätze Bell Squat. Dann habe ich 48 Stunden Zeit gehabt, bis ich wieder im Training war und wieder 8 Sätze, bang und raus. 8 Sätze, bang und raus. Jetzt war ich aber in Marbella und weil mir angefangen haben, meine Gelenke weh zu tun, das passiert bei so einer hohen Frequenz, da erholen sich die Gelenke und die passiven Strukturen einfach nicht so gut, Bänder, Sehnen und sowas. Das merkt man dann, wenn man sich langsam anfängt zu fühlen wie so ein alter Mann. Ihr steht auf und alles ist so, ihr fühlt euch so rostig von innen. Und das war für mich ein Zeichen, dass ich zwar ordentlich Muskeln aufgebaut habe, und das ist tatsächlich so, aber auch meine Gelenke unheimlich strapaziert habe. Jetzt können die natürlich, wenn man sie jeden zweiten Tag wegknallt, nicht richtig erholen. Also habe ich mir gedacht, okay, du gehst jetzt wieder zurück auf einen Vierersplit plus einen Schwachstellentag. Das sah dann aus, dass ich montags zum Beispiel Brust, Schulter, Trizeps trainiert habe. Dienstag gab es dann Hamstrings und so ein bisschen Quads. Mittwochs habe ich Rücken, Schulter und Bizeps trainiert. Donnerstags komplett Quads und so ein bisschen Hamstrings. Freitags Pause. Samstag war dann nochmal extra Rücken und extra Hamstrings, Beinbeuger dran. Und sonntags wieder Pause. Und dann hat es wieder angefangen. So konnte ich quasi meinen Knien etwas Zeit verschaffen, zwischendrin etwas zu recovern von diesen schweren Übungen wie Beinpresse, Kniebeugen, Bell Squat. Da geht es dann schon ans Eingemachte. Ellenbogen, Schultern waren alles top, gar kein Problem, aber Knie und Hüfte habe ich so gemerkt, so, okay. Passiert natürlich, Kniebeugen sind schwer, Beinpresse ist schwer, ist viel Gewicht und es lastet natürlich auch auf Gelenken und Knochen, Bänder, Sehnen und sowas. Soweit, so gut. Dann habe ich mich natürlich mit einem super Schwergewichts-Bodybuilder getroffen, einem anderen Profi, Sergio Oliver, wenn ihn jemand kennt. Unglaublich stabiler Typ. Ich weiß nicht, was er wiegt, 140 plus Kilo. Also der Typ ist schon Wahnsinn. Und er trainiert Beine einmal die Woche. Das heißt, sein Volumen war deutlich höher, als es bei mir gewesen ist. Kleine Side Note, Sergio ist auch bei Neil im Coaching. Also wir haben denselben Coach, was sich natürlich anbietet, dass wir dann auch zusammen trainieren, weil die Philosophie eine ähnliche ist. Auf jeden Fall hat er mich eingeladen. Wir sind ins M13 Gym gegangen, da wo Doreen jetzt auch trainiert. Und erstens kann ich die Geräte nicht. Das Volumen war ich nicht mehr gewohnt und die Gewichte, die wir benutzt haben, war ich nicht gewohnt. Das heißt, ich kam aus so einer Situation, wo ich 4-mal Beinstrecken, 4-mal Bell Squat gemacht habe. Dann habe ich so einen richtig guten Pump, Intensität war gut. Man darf sich aber nicht zerschießen, weil in 2 Tagen muss ich wieder trainieren. Ne? Ihr versteht das alles. Und jetzt gehe ich mit Sergio ins Beintraining und dann hat es angefangen, dass wir Hack Squats gemacht haben und zwar mit 6 Scheiben pro Seite. Das war mein absoluter Rekord bisher und dann auch noch auf einigen Reps. Wir haben angefangen mit 2 Scheiben, dann 3, dann 4, dann 5 und bei der letzten 6 Scheiben richtig alles rausknallen. Und da habe ich schon gemerkt, so ey, irgendwie mein Knie macht so ein bisschen Mucken. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist einfach noch so die Nachwehen von diesem 2er-Split-Ding. Also es hat sich so unrund angefühlt und bei Druck hat mein Knie angefangen weh zu tun, aber nicht direkt an der Sehne, sondern unterhalb der Kniescheibe, so innen drin, komisch. Und dann dachte ich mir so, okay, kein Problem, solange nichts kracht und schnalzt und ploppt, ist da nichts abgerissen, ist vielleicht einfach nur gereizt. Dann ging das weiter, Strecke haben wir gemacht, wir haben Beinpresse gemacht und irgendwann hat mein Knie so wehgetan, dass ich nicht mehr richtig auftreten konnte. Ich dachte mir so, scheiße, okay. Das ist nicht ein kleines Wehwehchen, da ist irgendwas, stimmt da nicht. Dann die letzten paar Sätze habe ich nicht mitgemacht. Ich habe dann noch ein bisschen Beinbeugen gemacht, so ein Kram. Und selbst beim Beinbeugen habe ich gemerkt, dass irgendwas im Knie nicht stimmt.
erstmal alles für sich so ruhen lassen. Gedacht, okay, warten wir mal ab. Vielleicht habe ich mich irgendwie dumm gestellt. Die Geräte sind neu, man kennt sie nicht. Das Gewicht war heute auch hoch. Meine Gelenke kennen das Gewicht nicht. Ich gehe ja auch immer Full Range bis runter. Also da ist so viel Last im Gelenk, so viel Dehnung und Druck. Kann schon mal passieren, dass es zieht. Ich bin jetzt auch nicht mehr 20. So, dann bin ich nach Hause gegangen und dachte mir, okay, warten wir mal ab, schlafen wir mal eine Nacht drüber. Hab so heiße Salbe drauf gemacht, hab mit der Massagegun die umliegende Muskulatur locker gemacht. An der Stelle schon mal ganz lieben Gruß an Climax für die Massagegun. Bombending, nach wie vor, immer überall dabei. Wurde schon dreimal abgenommen am Flughafen, weil es als Waffe identifiziert wurde. Egal, die ist immer dabei und da habe ich das Gewebe so weich gemacht. Und am nächsten Tag wurde es aber nicht besser. Ich wollte Treppen gehen, das tat weh. Ich bin morgens spazieren gegangen, auf den Berg hoch, das hat weh getan. Beim Dehnen hat es weh getan. Aber das war nicht so, dass es ein permanenter Schmerz war, sondern der Schmerz kam bei einer bestimmten Bewegung, wenn ich auf dem 90-Grad-Winkel war, unterhalb der Kniescheibe, so ganz komisch. Also nicht, was ich vorher kannte, so Patellaspitzen, Sehenspitzensyndrom, das unterhalb oder überhalb der Kniescheibe wehtut, das war es nicht. Und auch so, dass der Quadrizeps irgendwie arg verspannt war, meine Kniescheibe weggezogen hat. Das war es auch nicht. Ich kenne die ganzen Tests noch vom Fußball. Da wird ja häufig getestet, wie die Gelenkfunktion ist und Muskelfunktion. Ich habe alle physiotherapeutischen Tests gemacht, ohne Ergebnis. Und nach so ein paar Tagen ist mir dann aufgefallen, dass wenn ich mein Knie gebeugt habe auf 90 Grad und ich Druck drauf gegeben habe, dass es unterhalb der Kniescheibe angefangen hat, weh zu tun. Aber nur 90 Grad und Druck. Dann habe ich mir überlegt, okay, was passiert genau? Wenn ich Druck drauf gebe, spannt sich der Quadrizeps an und zieht die Patella quasi zusammen. Also der sorgt ja dafür, dass unser Bein sich nach oben hebt, wie beim Beinstrecker. Das macht der Quadrizeps halt, dass sich das Bein streckt. Wenn es aber passiert, gibt es hier einen Punkt quasi auf der Kniescheibe und die wird dran gedrückt. Und jetzt haben wir wie so eine Art Fuge, das könnte ich so vorstellen, und hier rutscht so diese Kniescheibe drüber. Wenn da aber irgendwas nicht stimmt und wir haben da so ein bisschen Gleitmittel, so ein Pad darunter, wenn das nicht so ganz regeneriert ist und so einfach gestresst und entzündet ist, dann kann es sein, wenn die Patella sich da dran drückt und dann rüber und überrutscht, dass es da Reizungen gibt. Das hat sich für mich relativ plausibel angehört. Das heißt, es war im Grunde genommen nicht unbedingt Muskel oder nur Muskel, auch kein Bänder-Sehnengewebe, sondern es war irgendeine Entzündung innerhalb dieser Kniescheiben-Dings-Dynamik. Und dann dachte ich mir so, okay, das könnte eine Herausforderung werden, weil an und für sich Peptide wie TB500, BPC157, Wachstumshormone, die regenerieren Muskulatur, Sehnen und Bändergewebe relativ gut und schnell. Haut übrigens auch. Aber bei Knochen und Knorpel ist es schon ein bisschen schwieriger. Okay, das heißt, ich habe mir dennoch TB500 und BPC zugelegt und habe diese beiden Dinge auch benutzt. Dosierungen waren 500 Mikrogramm TB500, 250 Mikrogramm BPC täglich und zwar injiziert ins Knie. Ich habe mir eine Insulinnadel, also diese Insulinspritzen geholt, habe die aufgezogen, 13 mm, so ein bisschen länger, und bin quasi rund ums Knie immer relativ tief gegangen und habe das dort eingespritzt. Und nach circa 3 Wochen wurde es immer besser. Kleiner Tipp an der Stelle noch und hier auch Shoutout an Peak. Ich habe mir das Collagen Pro geholt. Collagen Pro, könnt ihr euch vorstellen, ist das Nahrungsmittel oder der Nährstoff, um quasi Knorpel, Sehnen, Bänderstrukturen zu stärken, wiederherzustellen und zu regenerieren. Jetzt haben wir Peptide, die dafür sorgen, dass die Kollagensynthese angeregt wird. Wenn wir aber nicht mehr Kollagen zuführen, dann kann auch nicht mehr regenerieren. Wir als Beispiel verdoppeln quasi unsere Knorpelregeneration, verdoppeln aber nicht die Baustoffe dazu. Das macht nicht so viel Sinn. Also habe ich angefangen, auch jetzt wieder oder immer noch, doppelt Kollagen zu konsumieren. Das habe ich meistens morgens und nach dem Training gemacht. Und das hat in Kombination relativ gut geholfen. Das Video dient eigentlich dazu, um erstens ein bisschen Gedanken zu schaffen für euch, um darüber nachzudenken, was Knorpelbänder, Sehnenstrukturen so machen, wenn man trainiert. Kleine Side Note nochmal hier. Schweres Training führt immer dazu, dass sich diese passiven Strukturen, dass sie gereizt sind oder dass sie gefordert werden, was grundlegend nicht schlecht ist, weil die werden dicker und stärker und so, aber wenn man hier nicht auf die Recovery achtet, kann es sein, dass die mit der Zeit schwächer und schwächer und schwächer werden.
Und dann passiert es mal halt, dass man sich irgendwie dumm bückt und dann so einen Beinbeuger abreißt oder so. Andere Geschichte. Aber ich will so einen Bedarf an Gedanken kreieren, dass ihr ein bisschen drüber nachdenkt. Und zweitens, wie man das Ganze in den Griff kriegen könnte. Man kann natürlich auch zum Physiotherapeuten gehen und 8 Monate Therapie machen und es wird irgendwie nicht besser. Und glaub mir, die Story habe ich schon mindestens 100 Mal gehört in meinem Leben. Die machen dann Massagen, drücken ein bisschen drauf rum. Ihr kriegt dann Fango-Packungen und da könnt ihr euch dann drauflegen und bringt irgendwie alles nichts. Ich kenne die Nummer schon, deswegen habe ich direkt meine eigene Methode angewendet, die bisher immer funktioniert hat. Und das war an der Stelle TB500, BPC und viel Kollagen. Kann ich euch an der Stelle auch empfehlen. Ich würde nicht sagen, dass es klug ist, große Mengen davon zu Hause zu haben. Vor allem nicht, wenn ihr in Deutschland lebt. Ihr kennt das ganze Spiel. Dennoch halte ich es für wichtig, so transparent wie möglich mit dieser Sache umzugehen. Ich halte es nicht für notwendig, dass man sich mehrere Wochen, Monate mit Schmerzen rumplagen muss, wenn es doch eine sinnvolle, nebenwirkungsfreie Lösung dafür gibt. Und leider Gottes wird das von der Medizin halt, oder die Medizin ist einfach noch nicht so weit, um das anzuerkennen und als richtige Medizin anzubieten. Da gibt es so viele Prozesse, bis die FDA dann mal sagt, hey, cool, ja, wir machen Medikament. In der Zeit sind aber Leute, die dann Monate im Rollstuhl sitzen unter anderem oder nicht richtig trainieren können, die Karriere in Gefahr ist. Gilt nicht nur für Bodybuilder, gilt auch für Footballspieler, Rugby, Fußball. Okay, die Fußballer machen das mittlerweile, fliegen halt in andere Länder in ihr Trainingscamp. Aber für uns Bodybuilder gibt es sowas nicht, also müssen wir uns da mehr oder weniger selbst drum kümmern. Wer mir da immer ein Riesenstütz ist, ist der Ben Hullen. Den kennt ihr wahrscheinlich, der Hall of Famer, ein sehr, sehr guter Freund. Wenn ich da irgendwelche Probleme habe, kann ich mich immer bei ihm melden. Der hat da immer sehr, sehr gute Tipps. Also Ben, falls du das hier siehst, nochmal vielen lieben Dank für die Hilfe. Und Ben könnt ihr auch natürlich immer kontaktieren, wenn ihr Gelenkprobleme habt und andere Dinge. Ben ist jetzt schon, ich würde sagen, in einem Alter, in dem man sich auskennt mit Gelenkschmerzen. Ben ist auch nicht mehr der Jüngste, ist jetzt auch offiziell Bodybuilding-Rentner und das absolut verdient. Tolle Karriere, toller Mensch, auf jeden Fall. Shoutout an Ben und wenn ihr was braucht an Tipps und bezüglich Gelenkdingern, dann immer gern bei Ben melden. Genau, jetzt mittlerweile 4,5 Wochen danach sind meine Knieschmerzen zu 90% weg. Ich kann wieder relativ schwer trainieren und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich noch ein bisschen Auge drauf haben muss. Ist auch völlig in Ordnung so. Jetzt wieder einfach blind drauf rumzuschruppen und das Ganze wieder von vorne anzufangen, ist eine ziemlich dumme Idee. Deswegen, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht in den Schatten bringen, euch vielleicht ein bisschen Anreize geben, wenn ihr Gelenkprobleme habt oder Verletzungen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Das wird übrigens sehr interessant, kommt wie gewohnt am Donnerstag. Gewohnt zur Olympia-Vorbereitung ist jetzt immer Donnerstag und Sonntag. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mike.